Daniel Reit, David Breik, 3:2 gewonnen beim Tabellenschlusslicht. War das zu erwarten? Ja, zu erwarten. Wir haben es uns auf jeden Fall mal fest vorgenommen, sind relativ schlecht ins Spiel gestartet, haben aber aus dem Nichts 2 Tore geschossen, haben es aber dann nicht geschafft, ja, Ruhe ins Spiel zu finden und haben dann kurz vor der Halbzeit einen unglücklichen Handelfmeter gekriegt. Dann stand es 2:1 und dann haben wir uns vorgenommen, aus der Halbzeit rauszukommen und endlich mal vorne drauf zu schieben, die unter Druck zu setzen. Ist uns dann ein bisschen besser gelungen, aber auch nicht so. Wir haben uns nicht mehr so viele Chancen erarbeitet und dann ja, kriegt man unglückliches 2:2, aber kämpfen uns zurück relativ schnell, schießen wir es 3:2 und ja, dann haben wir es voll über die Zeit gebracht. Das war jetzt bestimmt heute nicht unser bestes Spiel, eher eins von der schlechteren Sorte, aber ja, einfach den Sieg mitnehmen und abhaken und nach vorne schauen. Wir sprechen es an, nach 17 Minuten 2:0 geführt. Warum kam da der Bruch? Ja, der Bruch, ich glaube, wir sind davor schon gar nicht richtig im Spiel drin gewesen. Die Tore kamen für mich auch relativ überraschend, aber ja, die sind für das, dass sie da unten drin stehen, spielen die relativ Fußball. Das hat uns ein bisschen ja, zu schaffen gemacht. Wir haben es nicht geschafft, die zuzustellen und somit ja, haben die immer wieder geschafft, uns hinten unter Bedrängnis zu bringen und irgendwie Druck auszuüben. Und wir sind nicht richtig rausgekommen, haben uns nicht so die Vielzahl an Chancen erarbeitet und so ist es halt immer schwer dann gegen die. Wie schön war es für Sie, von draußen zuzusehen? Spielerisch war es heute wirklich, muss man sagen, schlecht von uns. Die haben richtig gut den Ball laufen lassen, wie der Dani gesagt hat. Die spielen zwar unten drin, aber spielen echt guten Fußball, richtig gepflegt. Und wir haben es irgendwie nicht hinkriegt, das zu zerstören. Und ja, am Ende egal, wir waren effektiver wie die. Wir haben 3 Tore geschossen, die 2, wir haben gewonnen gut. Wie war die Halbzeitansprache? War relativ ruhig, ich habe gedacht, das kracht mal ein bisschen mehr, weil die erste Halbzeit war ja wirklich nicht berauschend. Aber wir haben 2:1 geführt. Hat er gemeint, wir müssen uns jetzt zusammenreißen, vorne draufschieben und dann unser Spiel durchziehen. Ist uns besser gelungen als in der ersten, aber auch nicht so gut. Und ja, das 2:2 war dann auch ein bisschen unglücklich, sind wir schlecht gestanden. Und ja, aber was für uns spricht, dass wir dann doch wieder zurückkommen, das 3:2 schießen und somit, ja, wenn man dann noch das Spiel in Mannheim sieht, war es halt doch umso wichtiger, dass wir die 3 Punkte halt mit nach Hause genommen haben. Woher haben Sie die Kraft genommen nach dem Ausgleich innerhalb kürzester Zeit, das war kurz vor Spielende, noch den entscheidenden Treffer zu machen? Was heißt, die Kraft, fit sind wir ja ohnehin, aber ja, wir glauben immer an uns, wir denken immer, wir können nur eins schießen und ja, dass es dann so schnell klappt durch den David, ist natürlich umso schöner. Hat man wieder gesehen, dass wir einfach eine Einheit sind. Jeden Tag macht Spaß, hierher zu kommen, Fußball zu spielen mit den Jungs. Ist einfach toll hier und wenn wir so weitermachen, dann klappt es auch. Und wie schildern Sie mal bitte Ihr entscheidendes Tor? Ja, ich laufe halt eben auf den Ball, dass er in die Mitte kommt. Ja, und komme vor mein Gegenspiel rein und schieben rein und ja, war gut. Zeitweise waren Sie der Einzige, der vorne rumgerannt ist. Die Mannschaft war etwas defensiv in den letzten Minuten. Ging es da nur das Ergebnis über die Zeit retten, hohe Bälle raus? Ja, am Ende, die schmeißen alles nach vorne. Klar, dann versuchen wir irgendwie den Ball eben rauszukriegen. Ja, am Ende einfach nur das 3:2 über die Runden zu bekommen. Das haben wir zum Glück hinbekommen. Ja. Und nach dem Spiel heute Tabellenführer. Ja, das ist auch bloß eine Momentaufnahme jetzt. Mannheim hat wieder gepatzt, aber wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Wir haben jetzt noch 4 Spiele vor der Brust und ja, wir haben es in eigener Hand, aber es wird noch schwer genug. Wir müssen noch nach Balingen nächste Woche, nach Reutlingen. Die 2 Heimaufgaben daheim sind auch schwer, aber wir müssen halt Heimspiele gewinnen und auswärts auch punkten. Dann bin ich da positiv gestimmt. Was muss nächste Woche gegen Balingen anders sein von Beginn an? Ja, alles viel aggressiver. Heute, weiß nicht, irgendwie war so im Spiel immer so ein bisschen soll ich nicht. Das war halt, normal spielen wir ganz an, wir gehen vorne drauf und setzen den Gegner so unter Druck, dass der nicht mehr weiß, wohin. Das versuchen wir nächstes Mal zu versuchen, um sofort den Gegner anzulaufen und uns mehrere Torszenen rauszuarbeiten und wenn es geht, in Balingen 3 Punkte mitzunehmen. Vielen Dank und viel Erfolg.